Der 48. Spieltag der DEL2, die Dresdner Eislöwen gegen den EHC Freiburg. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Die beiden Trainer bei uns, Peter Russell für den EHC Freiburg und Andi Brockmann für unsere Dresdner Eislöwen. Ja, Peter Russell, Glückwunsch zu den drei Punkten, zum Sieg. Wie hast du das Spiel heute gesehen? So, Peter, congratulations for the 3 points. How did you see the game today? Yeah, I thought we were pretty controlled. I thought we looked pretty solid. I thought we managed the puck really well. We created some good chances. It's never easy coming anywhere and stepping off a bus after 9 hours. I liked our game. I think it's we changed the lines a little bit, and it was good to see Keith Asosa getting more ice, and Jake Ustoff, they've been out for a long time. Ben Meisner's not played for a long time either. So it was good to get those guys back, and I thought, we're just trying to keep habits going just now. Because going to the playoffs, we need good habits. We're going to play, and it's tough in there, and I thought our habits were good. They maybe for a little bit we called the timeout just to say let's keep going. You know, we wanted to just finish the game right, and I thought we did. And it's never easy coming here. And I thought we looked pretty polished at times, if that's a good word. I thought we looked pretty like a good structure, and we looked pretty solid. I was happy with it, really happy. Thanks a lot. Ich übersetze das kurz. Also er sagt natürlich, ist er mit den 3 Punkten sehr zufrieden, vor allen Dingen nach einer langen Busfahrt von 9 Stunden. Er hat ein gutes, strukturiertes Spiel seiner Mannschaft heute gesehen, hat vor allen Dingen auch die Spieler Kiefersauer, Meißner und Ustorf, die auch jetzt nicht so viel Spielpraxis hatten in den letzten Spielen, gerne gesehen heute und ihnen viel Eiszeit auch gegeben. Natürlich auch ein bisschen auf Vorbereitung auf die kommenden Playoffs, dem Spiel Struktur zu geben. Und deshalb hat er auch nochmal die Auszeit genommen, um einfach der Mannschaft zu sagen, dass sie dort weitermachen soll, wo sie ja, bis dahin gespielt haben, um erfolgreich heute hier zu sein, und hat auch gesagt, dass es nie einfach ist, hierher zu kommen und am Ende des Tages mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Andi, 1-4 am Ende des Tages auf dem Scoreboard. Wie hast du das Spiel heute gesehen? Erst einmal Gratulation an Peter und Freiburg. Ja, wie ich das Spiel gesehen habe, ich glaube, wir haben gekämpft. Aber am Ende des Tages fehlt uns natürlich auch die Qualität und auch, auch vielleicht die Disziplin, dass man auch wenn man so wenig Leute sind und auch den Kader, wo wir haben, dass man einfach fokussiert ist über 60 Minuten, einfach ja, hinten eigentlich nichts reinbekommen und keine Fehler machen. Und wir haben, glaube ich, ganz gut angefangen und haben ein Powerplay gehabt, haben einmal das leere Tor nicht reinbracht und haben einen Pfostenschuss gehabt. Meine, das sind Sachen passieren, das ist in der Situation. Aber dann geben wir einfach die Tore viel zu leicht her. Und das ist natürlich klar, Freiburg war aber mit 4 Sturm rein, ist natürlich schwer, wenn du im Rückstand bist. Aber dann, wir sind eigentlich dann rangekommen zum 1-1 und dann, dann kriegst du halt das 2-1, das killt dich halt dann wieder. Gell? Und das 3-1, das haben wir jetzt auch die letzte Zeit, dann verlieren wir Geduld, dann haben wir offensives Bulli und kriegen ein 3 gegen 2 Konter gegen uns. Und das hat natürlich das Spiel entscheidet. Und das 4. Tor, okay, weiß nicht, ob es abseits war oder nicht. Wir haben alles probiert, aber wir haben auch vielleicht die ein oder andere Chance noch ein bisschen gehabt, aber auch nicht richtig eigentlich. Und da fehlt es natürlich dann auch, wie gesagt, am Anfang gesagt, an der Qualität und natürlich auch an der Energie, wenn du nur mit ein paar Hansel immer spielst. Und das ist natürlich schwer. Wie gesagt, kämpfen tun die Jungs alle. Und wir haben alles probiert, aber wir haben heute klar gegen eine cleverne und disziplinierte Mannschaft heute verloren. Dem ist nichts hinzuzufügen. Danke, Andi. Wir schauen auf die anderen Partien am heutigen Abend. Die Bietigheim Steelers gegen die Eispiraten Grimmitschau. Da läuft die letzte Minute, der Spielstand 4-1 aktuell. Landshut unterliegt Tölz 2-5. Die Kassel Huskies schlagen Kaufbeuren mit 10-3. Ravensburg gegen die Lausitzer Füchse kurz vor Ende des zweiten Drittels 3-1. Bayreuth gegen Frankfurt im letzten Drittel 1-2. Und Heilbronn gegen Bad Nauheim, dort steht es 4-2 im letzten Drittel. Wie geht's weiter? Am Samstag das Auswärtsspiel in Bayreuth. 16 Uhr geht es dort los. Ebenfalls 16 Uhr das nächste Heimspiel unserer Dresdner Eislöwen am Montag, am Ostermontag gegen die Heilbronner Falken. Unseren Gästen eine gute, sichere Heimreise. Get home safe. Und wie gesagt, 16 Uhr Samstag in Bayreuth. Montag 16 Uhr hier aus Dresden gegen Heilbronn. Vielen Dank. Schönen Abend. Schöne Ostern.